Heute ist der Faschingssonntag. Und bis vor 2 Jahren hätte ich jetzt fröhlich Hello gerufen und gesungen und geklatscht und mich auf morgen gefreut, den großen Rosenmontagsumzug. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Eigentlich ist ja seit 2 Jahren schon alles anders. Die Stimmung ist düster und trüb. Alles mal wieder abgesagt. Und in diesem Jahr kommt jetzt auch noch ein Krieg dazu. Und das Lachen, das bleibt mir so richtig im Hals stecken. Aus dem munteren Hello ist ein Oh nein. Oh nein, wie soll das nur werden geworden? Und inhaltlich fühle ich mich an diesem Faschingssonntag der Passionszeit viel näher. Meine Leidenszeit, unsere Leidenszeit hat ja schon längst begonnen. Über diesem Sonntag steht ein Text aus Markus 8. Jünger erlebten an diesem Tag eine böse Überraschung, als Jesus aus blauem Himmel zu ihnen sagte, der Menschensohn muss leiden und verworfen werden und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Vollkommen nachvollziehbar wehrt Petrus ihm. Das heißt, er wehrt es ab und sagt, nein, was redest du denn da, was für ein Quatsch? Du bist erst Anfang 30, Jesus, du musst nicht sterben, wir haben noch so viel mit dir vor. Aber Jesus nahm die Worte nicht zurück. Er sah seinen Jünger an, bedrohte Petrus sogar und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das sitzt. Geh hinter mich, du Satan. Das ist nichts, was man zu seinem besten Freund sagt, der einen immer, immer, immer unterstützt. Eigentlich ist das was, das man zu niemandem sagt. Du Teufel, du Satan. Spannend wäre es jetzt natürlich, wenn wir die Reaktion von Petrus darauf kennen würden. Aber da schweigt das Markus-Evangelium. Hat Petrus geantwortet? Oder hat ihm diese Feindseligkeit vielleicht die Sprache verschlagen? Hat er sich abgewendet, um seine Tränen zu verbergen? Oder war er ganz steif? Wir wissen es nicht, es bleibt unserer Fantasie überlassen. Jesus allerdings stellt fest, dass er jetzt eine größere Bühne für ein größeres Publikum für das braucht, was er zu sagen hat. Er ruft das ganze Volk, erzählt die Bibel, also alle, die da noch so rumstanden, und fährt fort mit nicht weniger klaren Worten. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Bei diesen Worten wird dem einen oder anderen blass um die Nase geworden sein vor Angst, denn das Kreuz auf mich sich nehmen, das war ein Ausdruck, der allen bekannt war. Es war ein Ausdruck für eine furchtbare Hinrichtungsart der Römer, die diese bei den Persern sich abgeguckt hatten, die Kreuzigung. An einem senkrecht in der Erde befestigten Pfahl wurden Mörder und Schwerverbrecher mittels eines Querbalkens aufgehängt, an dem die Arme vorher festgebunden waren oder sogar die Hände festgenagelt wurden. Und das Holz, das musste der Verurteilte selbst zum Richtplatz tragen. Er musste also das Kreuz auf sich nehmen. Die Sache Jesu geht also um Leben und Tod, aber es geht nicht um ein friedliches, schönes Einschlafen abends, sondern es geht hier um einen grausamen Tod, die grausamste Folter- und Hinrichtungsmethode, die Menschen sich jemals ausgedacht haben. Doch noch immer ist Jesus nicht fertig mit seiner hitzigen Rede und fährt scharf fort. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Der Bibeltext für heute, für den Faschingssonntag, ist unheimlich und düster. Jesus ist schroff und unwirsch, er beschimpft Petrus als Satan. Und er beschimpft alle, die da noch sind, das ganze Volk als ehebrecherisch und sündig. Warum wurde dieser Text für den Faschingssonntag vorgesehen? Für den letzten fröhlichen Sonntag vor der langen Passionszeit. Aber natürlich passt das chronologisch gesehen ja sehr gut. Es war ja noch alles in Ordnung mit ihm, die Leidenszeit kam ja erst. Aber dieser Frieden würde nicht mehr lange anhalten. Die Lage spitzte sich so langsam zu. Immer mehr wurde Jesus bekannt. Und immer mehr Menschen empfanden ihn als Bedrohung, als Problem, als Gefahr, die weg musste. Und die Jünger bekamen diesen Druck aus der Gesellschaft, aus der Bevölkerung massiv zu spüren. Auch sie waren jetzt für viele zum Feindbild geworden. Was, du gehst mit dem Verrückten, bist du denn blöd geworden? Die Jünger, die hatten keine leichte Aufgabe. Es war nicht mehr so schön wie früher, als sie als Helden gefeiert wurden, als Auserwählte. Einige ihrer Freunde hatten sich von ihnen abgewendet. Verachteten sie nun.
Angesichts dieser Lage, in der sich die Jünger und Jesus gerade befinden, ist unser Text aus Markus 8 eigentlich gar kein Angriff. Beim ersten Lesen wirkt es so, aber es ist eine Motivationsansprache tatsächlich, eine Stärkung für den weiteren Weg, trotz der ganzen Schwierigkeiten, in denen sie sich gerade befinden. Lesen wir also diesen Text nochmal aus dieser Lesebrille. Jesus beginnt: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist einfach eine Tatsache. Vielleicht hat er das auch so trocken gesagt wie ich gerade. Ich werde sterben. Und als Petrus sich jetzt dagegen wehrt und sagt, was redest du denn da? Da denkt Jesus, der Teufel hat von ihm Besitz ergriffen. Petrus kann mich gerade gar nicht verstehen und deswegen sagt er, geh weg, Teufel. Petrus muss diese Worte hören, Petrus muss sich ja auch vorbereiten. Hör auf, dich zu wehren. Akzeptiere den Weg, den Gott für mich erkoren hat, denn ich akzeptiere ihn auch. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Das heißt, jetzt müsst ihr euch beweisen. Jetzt wird's schwierig. Bisher war es schon schwierig, jetzt wird's noch schwieriger. Ich werde vor euren Augen auf grausamste Weise hingerichtet werden und elendig zugrunde gehen. Und die Frage ist, kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Nehmt ihr sozusagen auch euer Kreuz auf euch? Kommt ihr mit hoch bis nach Golgatha? Haltet ihr das aus? Hält euer Glaube das aus? Seid ihr dazu bereit? Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Jesus sagt, der Weg mit Gott ist wirklich harte Arbeit. Ihr werdet Entbehrungen erleben und Verfolgung und viel und tiefes Leid. Und eure eigenen Wünsche, eure eigenen Träume und Ziele, die zählen nicht mehr. Darum geht es irgendwann nicht mehr. Nichts ist mehr wichtig, nur noch, woran glaubt ihr? Glaubt ihr an mich? Dann kommt ihr mit. Es sind schwere Zeiten, in denen wir momentan leben. Ob Corona oder die Ukraine-Krise, ob berufliche oder private Schwierigkeiten, dieser Winter hatte es in sich und wir alle sind davon gezeichnet, jeder einzelne von uns. Ein ausgelassenes Faschingswochenende hätte unsere Seelen sicherlich leichter gestimmt, aber wie schon so oft in den letzten 2 Jahren wurde wieder mal alles abgesagt. Jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Und genau jetzt gewinnen doch die Worte von Jesus an Bedeutung, die er vor fast 2000 Jahren zu seinen Jüngern gesagt hat. Jetzt, ihr Lieben, ist die Zeit der Bewährung. Jetzt gilt es, am Glauben festzuhalten. Jetzt gilt es, den Glauben zu beweisen. Jetzt ist die Zeit, in der ihr euch entscheiden müsst. Geht ihr mit Jesus auch in schweren Zeiten? Geht ihr mit Jesus, wenn die Tage nicht mehr rosig und sonnig sind? Geht ihr mit ihm bis in die dunkelsten Stunden eures Lebens, notfalls sogar bis ans Kreuz? Jetzt an Jesus festzuhalten, jetzt hinter ihm herzugehen, notfalls sogar bis ans Kreuz, das ist das Beste, was wir in diesen schweren Zeiten tun können. Denn bei Jesus sind wir sicher, bei ihm sind wir gehalten und getragen und bei ihm zählt auch nichts anderes als nur unser Glaube allein. Bei ihm ist Veränderung möglich. Und wenn wir das tun, sagt er, wenn ihr jetzt an ihm festhaltet, wenn wir jetzt an ihm festhalten, in schweren Zeiten, nicht nur in den rosigen, sonnigen Tagen, dann werden wir am Ende der Zeiten gemeinsam mit dem ganzen Chor der Engel im Himmel singen, Ehre sei Gott auf der Erde und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich freue mich darauf. Gloria in excelsis Deo. Amen.